Moin Moin Freunde, Mr. und Mrs. Urbex sind wieder am Start. Heute so eine kleine verlassene Villa, schon ganz schön runtergekommen, also nicht wirklich viel mehr da. Aber wir gucken jetzt einfach mal, ne, was ich da, ob wir da großartig rein können. Da sieht es einigermaßen gut aus, da können wir mal gucken gehen, aber ja, wie gesagt, wir müssen jetzt einfach mal gucken und wenn ihr Bock habt, kommt ihr einfach mit. Und wenn nicht, kommt ihr trotzdem mit. So, jetzt jemand den Berg runtergelatscht. So. Zack. 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 So. Wie ihr sehen könnt, hier sieht es ja schon ganz schön scheiße aus. Na, da kommt ja schon Decke so ein bisschen runter. Na, hier liegen schon Balken. Mal gucken, ob man hier noch so filmen kann. Mal ein bisschen die Latüchte anmachen. Wie sagen. So. Einstellen. Zack, zack. Steht alles voll mit Balken, Leute. Haben wir jetzt auch schon ein paar in der anderen Tasche. Ja. Guck mal. Alles voll mit Balken und Paletten und alles voll hier. Brennholz oder was? Ne? Holzlager. Ja. Wundert mich, dass das noch nicht gebrannt hat. Nicht falsch verstehen. Ich finde das gut, dass das noch nicht gebrannt hat. Das soll auch bitte so bleiben. Also hier braucht keiner hingehen und den Haufen anzünden. Obwohl hier sieht es aus, hier haben sie schon versucht zu fackeln. Hat aber Gott sei Dank nicht. Ach, och, ach, die haben die Scheiße. Das haben die aus dem Haus schon rausgebaut. Mhm. Das hat mal gebrannt. Hier stehen noch Klinker. Originale Klinkerpaletten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch 8 zu Klinkerpaletten, ey. Guck mal, ach, der Keller ist auch schon unter Wasser. Dann können wir mal direkt am Anfang eben runtergehen, so ein bisschen. So, mal gucken. Ja, hier ist auf jeden Fall Wasser drin. Mal in der Ecke filmen. Zwei Wassertanks. Oh, hier ist nicht mal mehr Holz drauf. Oh, guck mal hier, Leute. Da muss schon abgestützt. Also nach oben werden wir nicht gehen, weil da ist sowieso zu Ende. Ja, hier mal eben so durchlatschen. Und dann können wir gleich ja nochmal von außen dran lang gehen. Hier stehen überall Stützen zum Abstützen heute. Also da braucht man nicht großartig. Ja, das ist Quatsch. Holz hinter. Ja, wie wir uns schon gedacht haben, als wir von außen gesehen haben, dass das nichts mehr ist, aber man kann sich alles mal angucken. Ja klar, ne? Vor allem auch mal den ganzen Verfall und alles. Na, wenn man sich die Decke anguckt, das ist eine alte Strohputzdecke. Ne, dass die ungeheizt natürlich nicht 10.000 Jahre hält, ist klar. Ne, Wohnung und so, da muss auch halt immer alles geheizt werden. Ne? Ansonsten verfällt der ganze Scheiß, wie man das ja hier sieht. Und andere Häuser, die jetzt noch gut aussehen, werden in ferner oder naher Zukunft auch so aussehen. Ja, wenn die verlassen sind, auf jeden Fall. Ja. Und sich keiner mehr kümmert. Ne? Mhm. Guck mal, Bavaria Filmpark. Ist das nicht da, wo der Bulliversum hat? Ja, aber das war noch das alte damals. Ja, ja, weiß ich. Aber das ist doch dasselbe jetzt, ne? Guck mal, die Tür. Was? Die Tür. Ja, ja, habe ich gesehen. Das ist Wahnsinn. Aber hier sollten wir uns nicht zu lange drin aufhalten, weil das sieht nicht gut aus mit der Decke. Das ist echt.
Scheiße. Schade auch für das Haus wieder, ne? Da sieht man mal wieder, wie schnell das gehen kann. Dass die Häuser so baufällig sind und so. Und kaputt gehen. Oh, guck mal. Der Fußboden war auch mal richtig schön. So, also nicht schön für mich zu Hause, sondern schön so für das Haus. Das hat schön reingepasst. Oh. Leute, auf gar keinen Fall nachmachen. Ja. Guck mal, das ist hier jetzt über der Scheune, wo wir gerade waren. Wahnsinn. Ja, da gehe ich aber nicht weiter, da sind die Bretter schon runtergekommen. Nee, Leute, das lass mal, da gehe ich nicht weiter. Ich habe keinen Bock, da durchzufallen. Guck mal, das war mal der Eingang hier, da war die Treppe. Die Stufen schon weg. Weggebrochen. Wahnsinn. Oh, auch mit dem Efeu da so schön. Wie das da rankt. Mag ja nicht jeder, aber ich finde, das sieht gut aus. Und auch die Tür. Wenn irgendwelche Ferkel die nicht angemalt hätten schon, dann sieht das auch richtig schön aus. Das wäre einfach zu gefährlich, wenn man da reinginge. Ja, das seht ihr ja selber. Wahrscheinlich irgendwelche Hundezwinger oder so. Das sieht auf jeden Fall so aus. Und Geräteschuppen und so. Ja. Und wie gesagt, alles schon runtergekommen, ne? Aber bleibt ja nicht aus. Was war das? Ein kleines Räumchen. Da steht noch eine Schubkarre drin. Ja, guck mal, wie das da schon reinsucht. Nicht weiter reingehen. Das sieht aus wie eine Zelle, Leute. Das war doch eine Zelle. Guck mal. Hier mit Guckloch, ne? Zum Durchspionieren. Wer ist da drin? Hier eine Klappe vor. Ey, das war doch mal eine Zelle. Ja, guck mal, da sind ja auch Gitter an der Fenster. Leute, da war mal eine Zelle. Wahnsinn. Krass. Guckt hier auch von dieser Seite. Na, zack. Da, Zelle. Schwupp. Wahnsinn. Meint man nicht, ne? Echt Wahnsinn. Ey, hier ist eine Zelle gewesen. Zelle? Ja, eine Zelle. Hä? Was ist eine Zelle? Eine richtige Zelle. Guck mal, hier ist außen. Das sind ja außen alles nur. Guck mal, das sind außen alles nur Holztüren. Ja. Ne, und hier ist eine Stahltür. Ne, und hinter der Stahltür ist nochmal diese Sicherheitstür. Ne, also so mit diesem Riegel hier. Was? Hier. Da ist der Riegel. Und hier ist zum Gucken richtig Spionageloch. Ja, aber wofür denn? Keine Ahnung. Und hier ist eine Klappe, die kannst du dann auf und zu machen, um dem was zum Mampfen zu geben. Was? Keine Ahnung wofür. Ob das noch aus Kriegszeiten ist? Innen drin sind die Fenster ja auch vergittert. Da muss ein bisschen. Ne, die Fenster sind auch vergittert. Scheiße. Wie haben wir denn hier eingesperrt? Keine Ahnung. Die
Nigen? Den Nigen ist schon. Oder den Dörrel. Den Dörrel. On Easy Street. Ja, das kann natürlich sein. Ja, das war auf jeden Fall eine Zelle. Du Scheiße. Na hier, mit der Durchreiche und alles. Das war auf jeden Fall eine Zelle. Guck mal, Leute. Ja, in den Teil sind wir ja gar nicht reingegangen. Ne, weil das alles zu schlimm aussieht. Da oben habt ihr ja selber gesehen. Da war ja alles schon so runtergekommen. Na, da wollen wir dann nicht reingehen. Das ist uns dann zu gefährlich. Da steht 1914. Die Villa ist von 1914, steht da oben am Giebel. Mhm. Muss mal gucken, ob du das auf dem Bild kriegst. Wahnsinn. Na, hier schön der Eingang. Die Treppe hier. Kann man sich richtig vorstellen, wie man hier die Treppe hochgelatscht ist. Na, bist du von hier gekommen? Zack, zack, zack. Treppe hoch. Pom, 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 pom. Und dann konnte der DHL-Mann da die Pakete bringen. Ja, man weiß ja auch nicht, wie lange das schon leer steht jetzt, ne? Eine ordentliche Weile leer. Ja. Da kannst du mal ganz stark von ausgehen. Auf jeden Fall. Und wenn du mal guckst, ne? Da war mal so ein Anbau. Und da oben war eine Terrasse. Kann man noch genau sehen, ne? Oh, guck mal auf dem Dach, die Spitzen da drauf. Wunderschön. Mein Gott. Und dann lässt man jetzt hier einfach verkommen, ey. Ist sowas nicht schade, Leute? Das ist auch traurig, oder nicht? Müsst ihr mal ganz ehrlich sagen. Ja, Leute. Wie ihr gesehen habt, eine kleine, feine Villa. Mit einer Zelle. Wofür auch immer. Keine Ahnung, wofür die Zelle gewesen sein soll. Ja. Wahnsinn. Auf jeden Fall, wir haben erst gedacht, ja komm, lass uns da vorbeifahren nur, ne, und wir halten gar nicht erst an. Aber man weiß ja nie, was man findet. Naja, und jetzt haben wir noch eine Zelle gefunden, ne, wo irgendwelche Leute eingesperrt waren. Wer weiß wer. Ne, vielleicht war das hier irgendwie so ein alter Landadel oder was, ne, und die haben dann da ihre Knechte eingekerkert. Ne, man hat ja keine Ahnung, ne. Das ist alles Geschichte und man weiß ja nichts drüber. Naja. Leute, mit den Eindrücken wollen wir euch jetzt zurücklassen. Ne, macht euch selber Gedanken. Wenn ihr irgendwie Ideen, Meinungen oder sonst was habt, schreibt das in die Kommentare. Ne, wir würden uns sehr drüber freuen. Ansonsten Glocke, Daumen, Abo. Hier ist schon wieder kalt, ey. Mein Gott, ich bin in mein Element hier mit euch da, hier schön in unsere Dualität am Quatschen. Ne, und die muss hier Glocken, Daumen, da, Kommentare, weg. Und tschüss. Ne? Aber so machen wir das jetzt auch. Ne? Ihr wisst ja, wie es geht. Ne? Ist ja nicht das erste Video, was ihr guckt. Und wir würden sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Kowski. Hallo. Ich habe schon Tschüss gesagt. Ihr sollt jetzt auch gehen. Tschüss. Die sind immer noch da. Komm, wir gehen jetzt. Ja, wir hauen jetzt ab. Ich gehe jetzt. Tschüss. Huch, jetzt ist hier noch einmal in den Kreis gefahren. So, abschalten. Tschüss.